Es ist Sommer, Beginn in 1974. Ein verlängertes Wochenende in Westfriesland beginnt in Hindelopen am Eiselmeer, auch Zuidersee auf Holländisch genannt. Hier waren Bärbel und ich schon länger nicht mehr. Einige Segeljachten laufen schon früh den Hafen an. Eine größere Motorjacht liegt am Mittag dümpelnd vor Anker. Das ist die Hafeneinfahrt von Hindelopen mit dem Gemeindehafen. Gleich links hinter der Einfahrt gelangt man in den neuen Yachthafen. Das sind die neuen Werft- und Lagerhallen. Der großräumige Yachthafen wurde Anfang der 70er Jahre fertiggestellt. Fast 1000 Yachten können hier festmachen. Beim Einlaufen bleibt dem Skipper noch Zeit, die Segel aufzuschießen. Die Beta Goize war die Segeljacht von meinem Vater und dessen Freund in eigener Gemeinschaft. Fast ein Jahrzehnt bin ich mit ihr oder später alleine gesegelt. Jetzt ist mein Vater ausgestiegen und der Freund ist Alleineigner. Da liegt die Beta Goize in voller Pracht, ein Langkieler, etwa 11 Meter lang. Innen ist alles erneuert worden, außen ein neuer Anstrich. Leider haben wir keinen Schlüssel mehr, wir können nicht hinein. Die Reichspolizei fährt in den Yachthafen ein. Das ist ungewöhnlich, wird etwas kontrolliert? Immer wieder wird das Oberdeck von den Besitzern geschrubbt. Kann sein, dass sie in der Wattensee waren. Die Salzwasserreste müssen weg. Wenn nicht, greift das Salz, Farbe, Holz und die Leinen an. Immer mehr Yachten laufen jetzt hier ein. Sie kommen aus den nordholländischen Häfen. Es ist reger Verkehr. Dazwischen rudert man mit den Optimisten. Ein Nachwuchssegler versucht zu segeln. Der Wind reicht aber dazu wohl nicht aus. Uns bleibt noch etwas Zeit, durch den Ort Hindelopen zu laufen. Danach treffen wir auf Jochen und Fiete im Yachthafen von Sneek. Hindelopen war seit dem Mittelalter eine wichtige Handelsstadt. Es wurden intensive Handelsbeziehungen zu Lübeck und anderen Hansestädten unterhalten. Daneben gab es noch einen regen Holzhandel mit Norwegen. In der Blütezeit der Niederlande hatte die Stadt Hindelopen mit einer großen Flotte von Handelsschiffen ihre erfolgreichste Zeit. Das war etwa 150 Jahre lang, ab Mitte des 17. Jahrhunderts. Aus dieser Zeit stammen viele Kapitäns- und Steuermannshäuser. Sie erinnern daran, wie reich Hindelopen war. Auch die kleine Schleuse mit Lügenhaus und dem Wärterhaus stammen aus dieser Zeit. Daneben ist eine ebenso alte Zugbrücke, die über die Schleuse führt. Heute noch ist beides in Funktion und wird bedient. Das Erkennungsmerkmal von Hindelopen ist der Westerturm der Kirche aus dem 16. Jahrhundert. Seine Besonderheit ist eine untergrundbedingte starke Schieflage. Sie ist schon von weiter Entfernung erkennbar. Der Westerturm ist auch ein markantes Landzeichen vom Eiselmeer aus gesehen.
Durch den Bau des Abschussdeiches wurde die Fischerei stark dezimiert. Es leben nämlich nun Süßwasserfische im Eiselmeer. Der Fischbestand ist dadurch geringer. Heute gibt es nur noch ganz wenige Fischer in Hindelopen. Es passierte früher, dass die Boote vor der Hafeneinfahrt auf Grund liefen. Die Betonung war seinerzeit nicht gut. Es war dann immer ein Ereignis für die Bewohner, die sich versammelten und zuschauten. Viele Erinnerungen sind bei mir wieder da, wenn ich den heutigen Gemeindehafen sehe. Hier sieht man ein Holzsegelboot, einen 45er Kreuzer, der einem Segelkameraden meines Vaters gehörte. Das Segelboot hieß Minerva, benannt nach der römischen Göttin des Schiffbaus. Damit bin ich mit 10 Lebensjahren Ende der 50er bis Anfang der 60er Jahre mitgesegelt. So kam ich als Jugendlicher zum Segelsport. Das Segeln und die Navigation hat mir in der gesamten Zeit mein Vater beigebracht. Seine Seekenntnisse erlangte er bei der Marine. Mit dem neuen Schiff, die Bittergeuß, segelte ich dann bis Anfang der 70er Jahre. Ganz zugefroren war das Eiselmeer im Winter 1962-63 und dann lange nicht mehr. Das war in den Niederlanden ein Ereignis. Man konnte mit dem Auto auf die andere Seite des Eiselmeeres fahren. Es wurden Dutzende von Eisfesten organisiert. Der Tag hier in Hindelopen war hingegen ruhiger Natur. Wir schlendern weiter hinter die Schleuse Richtung Backofstraat. An den idyllischen Häusern mit den Gärten und der wärmenden Sonne erfreuen wir uns. Gleichzeitig ist mit der Zunahme des Wassersports, beginnend Mitte der 60er Jahre, Hindelopen mit seinen malerischen alten Häusern und Grachten eine Museumsstadt geworden. Die Bewohner, es sind rund 900 Menschen, leben heute neben dem Segel- und Surfsport auch gut von dem Tourismus. Der alte Ortskern hat sich nicht verändert. Durch frische Farben und Sanierung der alten Häuser hat sich Hindelopen wunderbar herausgeputzt. Es wird langsam Zeit, nach Zneek zu fahren. Noch ein letzter Blick auf den Gemeindehafen und die Schleuse mit der Zugbrücke. Es ist ein längerer Abschied von Hindelopen, aber das wussten wir damals noch nicht. Es ist Frühstückszeit an Bord. Wir sind im Yachthafen von Sneek angekommen. Die Nacht haben wir auf dem kleinen Plattbodenschiff David bei Jochen und Fiete übernachtet. Gemeinsam haben wir das Frühstück vorbereitet. Es ist wichtig, gut zu essen, denn bis am Abend gibt es nichts mehr. Bärbel hat eine Flasche Sekt entdeckt, die wir am Abend wohl trinken werden. Es ist Zeit abzulegen. Während ich filme, fängt Jochen an, die Segel zu klarieren. Zuerst die Fock, dann das Gaffelsegel. Unter Deck wird in der Kajüte von Fiete und Bärbel alles befestigt.
Es weht schon eine frische Brise. Wir können ablegen, aber zuerst mit dem Motor. Fiete schießt die Leinen auf. Wir genießen noch die gemütliche Hafenatmosphäre von Sneek. Morgen sind wir wieder von Stavoren zurück. Wir segeln jetzt auf dem Flüsenmeer Richtung Stavoren. Der Wind hat kräftig aufgefrischt. Wir haben noch rund 16 Kilometer vor uns. Dunkle Wolken ziehen Richtung West auf. Das kann noch mehr Wind bedeuten. Die Jolle kreuzt unseren Weg. Wir haben Vorfahrt. Der Wind wird erheblich stärker. Jochen entscheidet sich zu reffen. Es wird stark böig. Mindestens Windstärke 6. Wir segeln jetzt hart am Wind. Der Bootsverkehr innerhalb der Fahrrinne wird stärker. Die Windrichtung hat leicht rechts gedreht. Jetzt können wir besser mit fröhlichem Wind segeln. Es macht nun richtig Spaß. Die Böenfront hat sich verzogen. Blauer Himmel mit Sonne und konstanter Wind aus Nordwest verwöhnt uns. Bei Plattbodenschiffen ist die Abdrift groß. Es heißt zu kreuzen. Alles klar zur Wende? Reh, hol über die Schoten. So lautet das Kommando beim Wenden. Jetzt weiß jeder, was er nun bei der Wende zu tun hat, wenn das Boot im Wind ist. Auf Lee die Backstarken los und auf Luf die Backstarken festzurren und an der Klampe belegen. Das gleiche bei den Seitenschwertern. Lee hochziehen und Luf runter und festbelegen. Beim Plattbodenschiff ist beim Wenden mehr Aktion. Jetzt haben wir das Flüsenmeer Achtern hinter uns. Wir segeln nun vor Galamandammen im Frisokanal. Hier der Versuch, einen Spinnacker zu stehen zu bekommen. Bald haben wir Stavoren erreicht, aber
Das Füllmaterial ist verbraucht. Schade.